Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem kurzen kleinen Video. Trotz der Corona-Krise gibt es tatsächlich noch etwas Neues zu berichten, etwas Erfreuliches. Kia hat einen Doppelsieg hingelegt beim World Car Award 2020. Die Neuigkeiten trafen gestern ein per Pressemitteilung. Zweifacher Kia Triumph bei den World Car Award 2020. Da gibt es eine internationale Expertenjury, bestehend aus 86 renommierten Automobiljournalisten aus 24 Ländern. Sie kürten unter anderem dem SUV Telluride zum World Car of the Year. Also das ist schon mal so das Höchste, was es gibt. Ja, der in Deutschland nicht erhältliche SUV, der seine Einführung 2019 bereits mehr als 70 Auszeichnungen erhielt, beeindruckte die Jury besonders durch sein unverwechselbares Design und seinen hohen Nutzwert. Der Kia Telluride, der in Nordamerika und weiteren internationalen Märkten erhältlich ist, kombiniert eine starke optische Präsenz mit einem hochwertigen, geräumigen und praktischen Interieur, das bis zu 8 Insassen Platz bietet. Ausgestattet mit Allradantrieb sowie modernsten Technologien und Assistenzsystemen ist der Telluride sowohl auf der Straße als auch im Gelände ein beeindruckendes Familienauto. Jetzt werdet ihr sagen, auch nee, SUV, ich kann die Dinger nicht ab, warum fährt man so ein Ding überhaupt, die fahren ja nur in der Stadt. Das ist auch meine Meinung, aber mich freut es für Kia, dass die diesen Award gleich doppelt abgeräumt haben, denn das zweite Auto, das ist ja das Auto, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für dieses Auto schwärme. Das ist für mich sozusagen die eierlegende Wollmilchsau, wie ich es immer genannt habe. Und zwar ist es der Elektro-Crossover e-Soul. Der wurde von dieser Jury als World Urban Car of the Year gekürt. Das ist das absolut Genialste für dieses Auto, weil das hat das Auto auch wirklich meiner Meinung nach verdient. Ich habe ihn ja schon getestet und bin damit ja letztes Jahr auch bei der E-Mobility-Parade mitgefahren. Und das Auto ist wirklich genial. Ja, ausgezeichnet, weil er mit seiner Kombination aus emissionsfreier Leistung, großer Reichweite, kompakter Karosserie, gutem oder mutigem Design und praktischen Qualitäten das ideale Auto für die Stadt sei. Der kompakte Kia e-Soul wird in zwei Motorisierungen angeboten. Das Basismodell verfügt über einen 100 kW Motor mit 136 PS und einem 39,2 Kilowattstunden Akku. Und die stärkere Version verfügt über einen 150 kW Motor, das sind 204 PS, und einer Batteriekapazität von 64 Kilowattstunden. Damit kommt die große Variante bis zu 452 Kilometer weit nach dem WLTP-Wert berechnet. Und das Drehmoment von beiden Motoren beträgt jeweils 395 Newtonmeter ab Drehzahl 0, wohlgemerkt, weil elektrisch. Ja, damit eignet sich halt der Crossover nicht nur bestens für den innerstädtischen Verkehr, sondern ist zum Beispiel auch für Pendler mit längeren Arbeitswegen ein ideales Fahrzeug. Zur großen Reichweite tragen etliche effizienzsteigernden Technologien wie das moderne regenerative Bremssystem bei. Und jetzt gibt es hier noch eine kleine Mitteilung von Kia halt, die möchte ich einfach nur mal so vorlesen, weil ich finde es wirklich genial, dass Kia diese Preise gewonnen hat. Alle bei Kia fühlen sich besonders geehrt, weil die World Car of the Year Jury unsere Marke gleich zwei Auszeichnungen verliehen hat, sagt Thomas Schemerer, Executive Vizepräsident und Leiter des Produktbereichs bei
Kia Motors Corporation. Diese Erfolge in einem der meist umkämpften Wettbewerbe der Automobilindustrie unterstreichen, dass der Telluride und der e-Soul wirklich herausragende Fahrzeuge sind, und sie belegen, mit welchem Engagement unser weltweites Team daran arbeitet, begehrenswerte, hochqualitative und praktische Autos zu kreieren, die die Fahrer lieben. Und das kann ich wirklich bestätigen. Von der Qualität, guckt euch meine Videos an, da habe ich ja schon einiges drüber gebracht. Qualitativ sind sie gut, sie fahren sich super und ja, effizient sind sie in meinen Augen auch, weil irgendwie hat das ja bei Hyundai Kia mit dem Kia Soul EV so rum angefangen, und daraufhin basierte ja dann auch der Ioniq, der da weiterentwickelt wurde, und der ist ja wirklich Effizienzweltmeister bis heute noch mit seinem 28 Kilowattstunden Akku in der Vor-Facelift-Variante. Ja, das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich wünsche euch noch schöne Osterfeiertage und kommt gut durch die Corona-Krise. Und wie heißt es so schön? Stay home. Und ja, passt auf euch auf, bleibt gesund. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.